Es ist ja alles so schrecklich kompliziert in letzter Zeit mit dem Corona. Was darf man nicht? Und wir hatten ja so große Pläne mit dieser Ausstellung. Aber ich muss sagen, dass wir unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, doch noch irgendwas ganz Tolles zustande gebracht haben. Und so einen kleinen Überblick über unsere Reise hier präsentieren können. Wir haben diese Reise unter anderem auch der Findeisen-Stiftung zu verdanken, die uns großzügig unterstützt hat. Herr Schmale und seine Frau sind heute auch hier. Das freut mich sehr. Und deshalb wollte ich eigentlich nur ganz kurz versuchen zu erzählen, was wir eigentlich gemacht haben. Erstmal haben wir versucht, einen Überblick über die griechische Architektur, vor allem natürlich der Antike, zu bekommen und das insbesondere in Athen und am Peloponnes. Wir haben einige Städten besichtigen können. Viele Städte haben wir leider nicht mehr sehen können. Mykene, ich glaube Löwentor heißt das, ne? Haben wir von der Ferne, von 500 Meter Entfernung ansehen können. Dafür sind wir, weiß nicht, 4000 Kilometer gefahren. aber das war trotzdem irgendwie eindrucksvoll. Und was wir aber vor allem eigentlich gemacht haben, wir haben die Stadt Nafplio besucht. Wie Herr Schmale vorhin gerade schon so beim Rundgang wahrscheinlich sehr richtig gesagt hat. Ich sage wahrscheinlich, weil er viel mehr Expertise da hat als ich. Ich war jetzt das zweite Mal in Griechenland und das erste Mal als studentischer Tourist sozusagen, so ein Inselhopping. Das ist eigentlich einer der wenigen Städte auf dem Peloponnes oder in Griechenland überhaupt ist, die so einen Stadtraum bilden. Und das ist ja immer das, was uns eigentlich auch interessiert in unserem Schaffen und in unserem Studieren. Und was uns auch immer sehr stark interessiert hat, ist zu beobachten, wie in den Städten so die verschiedenen Schichten sich aufeinanderlegen und ineinander verschmelzen und immer dann eine weitere Schicht auf die alte Schicht sich legt, ohne dass die alte Schicht vollständig vergeht und vollständig verschwindet. Und das haben wir eigentlich gerade in Nafplio, auch in Athen natürlich, aber in Nafplio auch sehr schön studieren können. Wir haben aber, wie wir das eigentlich immer bei unseren Exkursionen mit den Masterstrategen machen, wir haben uns auch auf dieser Reise eine bestimmte Aufgabe gestellt. Die ist natürlich immer in den letzten Jahren sehr geprägt gewesen von Andreas Denk, der das immer wunderbar ausmalen und beschreiben konnte, was mir leider nicht gegeben ist. Aber was wir gemacht haben, wir haben uns verschiedene Plätze in dieser Stadt ausgesucht, die analysiert und eine Intervention vorgenommen. Ich habe gerade diesen einen Text da vorhin kurz abfotografiert, weil der eigentlich genau das beschreibt, was wir uns eigentlich gedacht haben. Das versuche ich gerade mal vorzulesen. Die Idee war, dass wir
dass es einen neuen Staat gibt, einen neuen Staat Griechenland. Und dieser Ort und dieser Staat, der braucht einen neuen Ort, eine neue Hauptstadt, ein neues Zentrum. Und das sollte nicht Athen sein, sondern das sollte eben Nafplion sein. Das war die Hypothese. Und das haben wir deshalb gemacht, weil Athen in seiner Struktur, wie sie gewachsen ist und die, mit seiner Geschichte und mit seiner Bedeutung eigentlich so stark überladen ist schon, dass eigentlich diese Idee der Demokratie, das war die These, doch keinen Platz mehr finden würde. Die griechische Hauptstadt Athen leidet unter ihren städtebaulichen und architektonischen Unzulänglichkeiten, weite Wege, eine schlechte Durchlüftung und eine gerade mal mittelmäßige Architektur entsprechen nicht den Vorstellungen, die man sich von einer zeitgenössischen Hauptstadt macht, die Akropolis einmal ausgenommen. Gleichzeitig ist die Praxis der griechischen Demokratie gekennzeichnet durch mitunter provinziell anmutende Verfahren, Korruption und einen ineffizienten Verwaltungsapparat. Das hat den sozialistischen Ministerpräsidenten Kassantzakis zu einer einsamen Entscheidung bewogen. Er will zentrale Regierungsfunktionen der bisherigen Staatsregierung Griechenlands in die ehemalige Hauptstadt Nafplion verlegen. Gleichzeitig sollen weitere demokratische Einrichtungen in Nafplion eingerichtet werden, die die gegenwärtige griechische Demokratie verbessern. Wir waren, wie seinerseits Karl Friedrich Schinkel und Leo von Klenze, zu den Chefarchitekten ernannt worden, die diesen Prozess begleiten sollten. Eine Sachverständigenkommission hatte eine Reihe von Orten in Nafplion in der zukünftigen Hauptstadt benannt, die wir zunächst städtebaulich und architektonisch untersucht haben, die also in Form von Skizzenplänen, Aufmaßen aufgenommen, die gegebenen Situationen beschrieben und die Möglichkeiten einer zukünftigen Bebauung untersucht haben. Im zweiten Schritt haben wir uns überlegt, welche Institutionen einer reformierten parlamentarischen Demokratie sinnvoll in der neuen Hauptstadt anzusiedeln seien und welche im Sinne einer Demokratieform unbedingt dazukommen sollten. Dafür haben wir uns mit den anderen beteiligten Architekturteams inhaltlich abgestimmt. Anschließend entwarfen wir für den gewählten Zweck in der von uns analysierten Situation ein Gebäude oder Gebäudekomplex, der durch seine städtebauliche Lage, durch Raumdisposition sowie seinen architektonischen Ausdruck, sein Äußeres dem angestrebten Zweck entspricht. Was wir hier heute Abend sehen, ist leider nur ein Auszug von dem, was wir damals bearbeitet haben. Wir haben, ich glaube, acht oder neun Plätze analysiert und da jeweils in jedem Platz kleine Interventionen vorgenommen, die Institutionen, Funktionen aufnehmen sollten, die wie diese Architektenteams, die wir hier waren, meinten, wichtig für die neue Demokratie Griechenlands sein sollten. Das sind einmal ein Parlament. Ich glaube, das ist das hier, ne? Hier steht ein Gerichtsgebäude im Bestand. Und hier ist das derzeitige Rathaus, wo früher eine Schule drin war. Und ja, dann war es dort und hatten das Gefühl, dass da irgendwie mehr Fassung der städtebaulichen Situation geschehen muss. Und haben versucht, mit dem Parlament diese drei Gewalten darzustellen, also Legislative, Exekutive und Judikative. Und zwei von denen waren bereits da und daher dachten wir, dass wir durch den Bau des Parlaments gut darauf reagieren können. Und ich glaube, städtebaulich den Platz auf eine Maßstäblichkeit gegeben.
gegeben hat. Ne? Genau. Ja. Das hat's, hier sieht man es noch leicht angeschnitten, das ist das Gerichtsgebäude. Also eigentlich haben wir mehrere Situationen mit dem Kubus hier lösen können. Oder zumindest fassen können. Schön, ja. Also vor Ort haben wir das alles skizzenhaft und mit Fotos und so und Maß nehmen durch Abschreiten und so aufgenommen und dann haben die Studierenden das jetzt hier in den letzten Wochen nochmal in eine präsentable Form gebracht und Modelle gebaut, in akribischer Kleinarbeit. Genau. Hier haben wir es mit dem Bereich der Kultur, glaube ich, zu tun. Und ja, Kultur. Der Platz, den wir vorgefunden haben, hat sehr gut funktioniert. Er war sehr klein und sehr nicht umfasst. Er ist natürlich sehr prägnant durch die Kirche geprägt, die es hier gibt. Aber auch durch die, das wurde auch mehrmals beschrieben und auch vor Ort sah es auch so aus. Es gab hier relativ viele Restaurants und auch kleinere Läden. Und der ganze Platz war quasi so hier von Bestuhlung und da war immer sehr viel los. Und wir hatten uns auch in diesen Teams, in diesen neuen Teams darauf geeinigt, dass dieser Platz halt so wie er ist, auch funktioniert und gut ist. Und auch das, was da ist, nicht irgendwie abgerissen werden sollte oder irgendwas neu weichen muss. Von daher funktionierte der Platz so und wir haben lediglich dann uns konzeptionell Gedanken gemacht, wie man diesen Platz stärken könnte. Sprich, die Kirche, die da ist, für Veranstaltungen zu nutzen, um Leuten den Raum zu geben, die zu präsentieren, Vorträge zu halten, Konzerte zu halten. Und wie gesagt, die bestehenden zu bauen, hier wo schon Gastronomie drin ist, zu halten. Also ein sehr sensibler Umgang mit dem Bestand und stärker sozusagen in einer Wandlung von Funktionen. Genau, weil wir haben da keinen Raum gesehen für einen großartigen Entwurf. Ja. Und daher haben wir gesagt, das muss so bleiben. Du kannst halt von der Nutzung halt stärken. Ja, sehr schön. Und da ging es, glaube ich, um soziale Aspekte. Genau. Bei uns war es auch so, dass der Platz in sich ganz gut funktioniert hat, sehr, sehr pflegevollen Charme hatte, eine belebte Erdgeschosszone, auch an der, ich glaube, Anfang des 16. Jahrhunderts. Zwischendurch bei der osmanischen Besetzung der Moschee war, dann wieder umgewandelt wurde. Genau da angrenzend gibt es hier dieses elfmannförmige Bestandshaus, das auch kein blaues Jahr gefunden, aber 16. bis 17. Jahrhundert gebaut wurde. Und das hatte zwischendurch verschiedene Nutzungen, unter anderem auch ein Waisenhaus. Und unser Ansatz war dann aktueller denn je, Zufluchtsuchenden Unterkünfte zu bieten, die vielleicht anders aussieht als das, was wir momentan sehen. Und zwar nur in kleiner Zahl, aber dass wir dem Bestand wieder die Funktion geben, die er macht. Ja, super. Also drei Aspekte, wesentliche Aspekte einer funktionierenden Demokratie, die hier in städtebaulicher und architektonische Form gegossen wurden. Drei von einer Vielzahl von Aspekten, die unser Protagonist sich für diese Hauptstadt vorgestellt hat. Darüber hinaus, aber da müsst ihr mir jetzt noch mal helfen, darüber hinaus haben wir haben wir uns überlegt, dass wir am Abschluss unserer Reise diese Reise nochmal Revue passieren lassen wollten und haben ein kleines Theaterspiel oder wie haben wir das genannt, inszeniert und die Idee war, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, das war auch nicht ganz ohne Weinseligkeit, muss ich gestehen, dass die Studierenden uns Themen aufgegeben haben. War das richtig? Und Andreas und ich mussten das nachspielen, oder? Sag du mal.
Wir haben es so gemacht, dass wir in dem Foyer, wo wir dann untergekommen sind, die Platzsituation nach, also mit Kreppband auf dem Boden nachgestellt haben, wo wir uns die Intervention vorgestellt haben. Und ihr musstet dann rumgehen und wir haben in diesen kleinen Theaterstücken die Funktionen oder die neuen Nutzungen dann dargestellt und vermittelt, was denn da passiert. Genau, und wir mussten das erraten. Ja. Ich glaube, das war deren eigene Idee mit dem Theaterstück. Ich glaube nicht, dass das vorgegeben war. Das war eure Idee. Kann sein. Ja, wir haben, das war so gemeinsam entstanden, glaube ich, dass wir gesagt haben, also wir müssen das irgendwie nochmal zusammenfassen. Genau, und das war, ich weiß nicht, Maria, du hast es, glaube ich, aufgezeichnet oder irgendeiner hat das aufgezeichnet. Und wurde dann in diesem sehr skurrilen Hotel, Lobby oder Keller, ich weiß gar nicht mehr, auf dem Marmorboden präsentiert. Es war heiter, konnte man eben hören. Nochmal? Es war heiter, man konnte es eben hören. Ja, ja, genau. Euch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr ja, teilweise schon wieder in ganz anderen Sphären schwebend nach dieser langen Zeit das geschafft habt, hier nochmal euch mit dem Thema zu beschäftigen und wirklich ganz eine kleine, aber sehr feine, schöne Ausstellung zusammengetragen habt. Und ich hoffe, oder ich sage mal andersrum, ich fürchte, ihr habt teilweise ein bisschen geflucht in den letzten Wochen, aber ich hoffe, dass ihr, wenn ihr das jetzt so seht, doch irgendwie auch ganz zufrieden und glücklich sein könnt, dass man doch nochmal da sich mit befasst hat. Und es sind tolle Sachen geworden. Die Pläne sind schön, die Modelle sind ganz großartig. Und ja, nochmal darüber nachzudenken, was wir da eigentlich vor fast 2 Jahren jetzt gemacht und gewollt haben und was wir da gesehen und worüber wir auch überall geredet haben und diskutiert hatten. Das kommt ja alles nochmal so hoch in dieser Beschäftigung mit dem Thema. Das, glaube ich, war für uns sicherlich sehr wertvoll nochmal. Vielen Dank euch dafür. Vielen Dank, lieber Herr Böhm. Wir haben uns überlegt, heute ein Grußwort an Sie alle zu richten, indem wir das Griechische wie ein bisschen Musik wieder zu Ihnen spiegeln. Und deshalb werden wir das parallel machen. Zunächst möchte ich Sie alle ganz, ganz herzlich nochmal zu dieser wunderschönen Ausstellung begrüßen. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη μικρή την έκθεση. Ich würde Sie, möchte Sie ganz gern, liebe Studierende, begrüßen, lieber Paul Böhm, liebe Frau Bienefeld, Joachim Siegemund habe ich eben gesehen. Und ich möchte auch Andreas Denk begrüßen, denn ich bin mir sicher, dass er heute wachend, wo immer er sein wird, über uns schaut und nachvollziehen möchte, wird das gut, was wir hier heute präsentieren. Das war aber jetzt ja. Die ganze. Σας χαιρετώ και τώρα τα ονόματα δεν χρειάζομαι να τα πω, αλλά πιστεύω ότι ο κύριος Ντέγκ θα μας κοιτάει από αλλού και θα προσέχει να την κάνουμε τη δουλειά μας καλά. Als wir vor circa 2 Jahren die Anfrage bekamen, ob die Stiftung für Kunst und Baukultur Britta und Ulrich Findeisen ihre Exkursion fördert, Πριν 2 χρόνια μας ρωτήσατε αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε αυτό το υπέροχο ταξίδι στην Ελλάδα και όταν μας ρωτήσατε haben wir sofort gesagt, das machen wir. Είπαμε αμέσως φυσικά θα βοηθήσουμε. Und warum? Και γιατί? Weil letztendlich Griechenland nicht nur immer eine Reise wert ist. Γιατί η Ελλάδα πάντα είναι, πώς το λένε,
Ένα, δηλαδή είναι πάντα ωραία να κάνουμε ταξίδια στην Ελλάδα, ας το πω έτσι. Sondern wir in Zeiten, wo es eigentlich heute nur Mehrwerte gibt im möglichst weit wegreisen. Σε αυτή την εποχή ο περισσότερος κόσμος πάει πολύ μακριά. Unterschätzt wird, dass im Prinzip Griechenland kulturell ein Superlativ auf der Welt darstellt. Και ξεχνάμε πως η Ελλάδα, όπως φυσικά πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά προπαντός η Ελλάδα μας προσφέρει πάρα πολλά. Die Wiege und die Erfindung der Demokratie. Η δημοκρατία. Die immens hohe baukulturelle Qualität. Architektur. Ja, ja, das. Ας το πω έτσι. Η αρχιτεκτονική, ναι. Die bedeutende Poesie des Landes. Η ψυχή της Ελλάδας, ας το πω έτσι. Und vor allen Dingen das immense Wissen der Wissenschaft. Και φυσικά οι γνώσεις που έχουμε και εμείς από την Ελλάδα. Sind so große Qualitäten. Είναι τόσο υπέροχες. Dass letztendlich eine Reise für junge Studierende der Fachrichtung Architektur. Πως οι φοιτητές της αρχιτεκτονικής immer bedeutet, dass Griechenland bereist werden muss. Ναι, δηλαδή για τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής είναι, πρέπει να είναι στο πρόγραμμα της σπουδές ένα ταξίδι στην Ελλάδα. Die emotionalen Besonderheiten und auch die Empathie des Landes. Το αίσθημα της χώρας werden sie nachhaltig ein Leben lang bereichern. Da sind wir ziemlich überzeugt. Δηλαδή η ψυχή της χώρας δεν θα την ξεχάσετε ποτέ. Σε αυτό είμαστε σίγουροι. Insofern hat sich der ganze Aufwand auch heute mehr als gelohnt für Sie. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι όλη αυτή η δουλειά και ότι είναι για σας σαν ένα μεγάλο δώρο. Denn wenn Sie irgendwann deutlich älter sind als heute, werden Sie feststellen, ja, es hat sich gelohnt, Griechenland und den Peloponnes und die wunderschöne Stadt Nafpleo zu studieren. Vielen Dank. Όταν τελειώσετε με τις σπουδές σας και φυσικά μετά από πολλά χρόνια, πάντα θα θυμάστε αυτό το ταξίδι σας στην Ελλάδα και είμαστε σίγουροι ότι με μεγάλη νοσταλγία θα θυμάστε όλη αυτό το ταξίδι και χαιρόμαστε πολύ που το κάνατε αυτό το ταξίδι.